Ein sehr ernstes Thema steht heute auf dem Programm, und zwar die Internetsicherheit deines Kindes. Was ist denn das jetzt schon wieder los? Ja, genau, das ist los. Und zwar heißt der Begriff Grooming, Grooming. Ja. Eigentlich heißt das sowas wie Fellpflege, also wenn Katzen sich sauber machen oder die Affen sich ihre Felle so sauber machen. Doch es wird auch für Pädophile angewandt. Pädophile sind Männer und Frauen, die sich an Kinder vergehen. Und dieses Vergehen an Kindern, es sind auch überwiegend Männer und weniger Frauen, sorgt dafür, dass diese Kinder, ich würde sagen, für immer schwere Störungen haben. Sei denn, sie haben so viel Kraft und so viel Energie und wissen, wie sie aus diesem Loch rauskommen. Wie läuft das? Also dein Kind hat ein Handy bekommen. Es ist die Frage, ab wann gibt man dem Kind ein Handy? Und dann kannst du direkt bei der Gelegenheit auch deine Handynutzung, dein Handyverhalten überlegen. Ja, ich habe mal hier nachgefragt. Ich fand es ein bisschen blöd und auch ein bisschen früh. Doch irgendwie habe ich dann gesagt, gut, fünftes Schuljahr, sechstes Schuljahr, sechstes Schuljahr war es. Nun haben sie ein Handy bekommen, irgendwo von irgendjemandem geschenkt. Existiert auch heute noch, funktioniert sogar noch, weil es halt eine sehr gute Marke war im Vergleich zu vielen heutigen. Muss ein Kind mit 3 Jahren am Handy sitzen? Muss ein Kind mit 2 Jahren oder mit 4 Jahren am Computer zu Hause sitzen oder im Kindergarten? Leute, die Kinder sollen spielen, die sollen die Welt begreifen. Begreifen, sehen, lernen, schmecken, testen, alles. So. Geschieht aber immer weniger. Man sieht Mütter, die hinterm Kinderwagen herschieben, also und dann am Handy spielen, die Knöpfe im Ohr, statt sich mit ihrem Kind zu unterhalten. Ist vielleicht auch der Grund, warum man irgendwann die Kinderwagen, also auch die Buggys, die hießen nur anders früher, hatte man immer das Kind im Auge. Das heißt, hier saß das Kind und hier ging die Mutter, so dass man sich also immer sehen konnte, lächeln konnte, reden konnte. Und irgendwann, ich weiß nur nicht, wann das war, wurde das umgestellt. Ich schätze mal in den 70er, als dann die Buggys rauskamen. Ich denke, auch das war eine ganz bewusste Entwicklung, damit die Kinder und die Eltern den Kontakt zueinander verlieren, schon rein optisch. So, jetzt das Handy. Das Handy braucht kein Kind, das 5 Jahre alt ist, kein Kind, das 3 Jahre alt ist. Und ich habe einen Beitrag gelesen, dass Bill Gates zum Beispiel seinen Kindern erst mit 14 Jahren ein Handy gegeben hat und er weiß auch, warum er das getan hat. Und jetzt kommen wir zu dem Vorgehen der Pädophilen. Also Pädophile sind in der Regel Männer, die auf Kinder stehen, auf Kinder oder junge Mädchen oder auch Jungfrauen oder auf Jungs, ist egal, aber auf jeden Fall auf Kinder. So, dein Kind ist in irgendeinem Chat drin, auch wenn es ein Kinderchat ist, macht nichts. Der Pädophile oder der Mann, der gibt sich als gleichaltrig aus. Punkt 1. Die erwerben das Vertrauen des Kindes und fangen an zu flirten oder arbeiten auf andere Weise, weil die Eltern ja total doof sind und überhaupt kein Verständnis für die Kinder haben und für ihre Situation. Die verbieten ja alles. Aber der hat total viel Verständnis, also genauso wie der Liebesbetrüger. Ja, und das Kind fühlt sich so zu ihm hingezogen.
Und da fängt es dann an, dass die Kinder ganz stark beeinflusst werden, dass man auch als Elternteil vielleicht kaum noch Einfluss auf das Kind hat. Und das, was ich jetzt sage, gilt nicht nur fürs Internet, es gilt auch für Leute, die du vielleicht mal in deinem Haus aufgenommen hast, für Freunde, für Bekannte. Ja, also es ist nicht nur Internet, was ich sage. So, aber wir gehen jetzt trotzdem weiter zu unseren Internetleuten. Die flirten dann und sagen dann, machen entweder Filmaufnahmen, wenn sie einen Chat haben. Und dann zieht sich das Kind vielleicht aus oder zeigt mal ganz verschämt so die Brust oder nur mal so ein BH oder Unterhose und BH, die vielen Abnehmfotos, die man im Internet sieht, die ich total eklig finde. Ich weiß auch nicht, wie man sich so präsentieren kann, wo die eigene Würde bleibt, muss man sich mal vorstellen. Die eigene Selbstachtung. Die Leute haben keine Selbstachtung mehr vor sich. Ja, also unverständlich. So, aber auf jeden Fall bei diesem Kind wird das jetzt so initiiert, dass dieser Pädophile es schafft, dass das Kind sich zeigt in irgendeiner Form nackt. Sei es im Badezimmer, im eigenen Zimmer, sei es unter der Dusche. Man kann ja dank Handy überall solche Aufnahmen machen. Und diese Bilder werden natürlich im Netz schon mal ganz groß verkauft. Die werden verkauft, hundertprozentig, und die machen von diesen kleinen Aufnahmen, machen die Filme und die werden verkauft. So, das ist der erste Teil. Der nächste Teil ist, wenn sich jetzt dein Kind mit diesem vermeintlichen jungen Freund trifft, dann kommt er, keine Ahnung, 20, 25, 30, 40, 50, keine Ahnung, wie der Mensch, wie alt der Mensch dann ist. Und man trifft sich dann mit ihm oft klein. Vielleicht beim ersten Mal ist er ganz nett und beim zweiten Mal auch. Und vielleicht ist es erst beim dritten, vierten Mal, dass man dann anfängt, das Kind zu begrapschen. Das zu vergewaltigen, zu missbrauchen, zu allem, was möglich ist. Also da geht mir ja schon fast meine Fantasie aus. Passt auf, egal wo ihr seid, passt auf eure Kinder auf. Haltet sie fest. Seid ihr in einem Freizeitpark? Haltet sie fest, lasst sie nicht alleine zur Toilette gehen oder sonst wo hingehen. Meinen Kindern habe ich was erzählt und das hatte mich damals unwahrscheinlich schockiert. Und meine Kinder haben gesagt, Mama, diese Erzählung war der Grund, warum wir immer bei dir geblieben sind. Und zwar, als ich studiert hatte, das ist schon lange her, das war irgendwo in den 80ern, also ist irre lange her. Da war ein verlobtes Paar, es war in Marokko und haben da einen wunderschönen Urlaub verbracht. Es war die Freundin von einer Kommilitonin. Und da sagte die Frau, du hör mal, ich habe das und das noch im Hotel vergessen. Ich gehe das noch schnell holen. Und der Mann, der Verlobte, wartete draußen vor der Türe und die Frau ist nie wieder aufgetaucht. Ja, also. Die Frau wurde irgendwie, wir wissen, Frauenhandel, Menschenhandel, die ist irgendwo gelandet. Und wenn sie dann noch blonde Haare hatte oder rote Haare, dann war sie natürlich, oh, Entschuldigung, einiges wert auf dem Markt. So. Und deswegen passt auf eure Kinder auf. Auch seid ihr in einem Basar oder sonst wo. Passt auf, auch ihr in Deutschland. In Belgien, in Luxemburg, in allen Ländern schaut, dass ihr eure Kinder so erzieht, dass sie immer neben euch gehen oder in Sichtrufweite und sich nicht irgendwo verstecken in Geschäften oder sonst was. Erzieht eure Kinder dazu, dass sie neben euch gehen. Müssen sie sowieso und alles andere ist kontraproduktiv, wenn es um die Sicherheit eures Kindes auch draußen geht. Jetzt gehen wir weiter. Gut. Das war einmal Sicherheit draußen, Sicherheit Internet. Wir gehen aber jetzt zu diesem Treffen. Habt ihr euch schon mal ausgemalt, was euren Kindern passieren kann? Jetzt stell dir mal vor, der große Albtraum passiert und da gibt es gewisse Regelmäßigkeiten. Immer zu gewissen Terminen verschwinden besonders viele Kinder. Wir haben jetzt wieder Halloween, dann haben wir wieder Weihnachten und das gibt
für Gruppierungen, also ich sage es auch, ich spreche es auch hier deutlich an. Also die Satanisten, die haben gewisse Rituale. Und bei diesen Ritualen brauchen die frisches Blut. Also frisches Blut von unschuldigen Kindern, von unschuldigen Mädchen, also Jungfrauen. Mehr weiß ich nicht, das ist die eine Variante. Und dann gibt es auch solche Sachen. Man kennt ja diese grauenhaften Filme, wenn da so im Nebel Menschen gejagt werden. Und das geschieht auch in der Realität. Und das passiert jetzt nicht mit 3-, 4-Jährigen, aber mit 10, 12, 14, 15, 18, 20, 25-Jährigen, so diese Altersgruppe, diese Spannbreite, vielleicht auch noch älteren Menschen, die werden regelrecht gejagt. Da sind Menschen, die verfolgen diese Leute und erschießen die. Die jagen die Leute bei Nacht. Und bei den anderen Sachen, da passieren irgendwelche Rituale und euer Kind, falls es lebend rauskommt und jemals wieder bei euch auftauchen sollte, ist traumatisiert. Also wie ihr das dann rausbekommt, keine Ahnung. Also übernimm deine Verantwortung als Elternteil. Und ehrlich gesagt, ich rede ja jetzt hier über den Computer, um euch zu erreichen. Ich lese auch viel, weil ich im Internet. Doch, ich finde, unterm Strich gesehen, finde ich einen Fernseher grauenhaft. Ich habe seit jetzt, ja, Jahrzehnte stimmt jetzt nicht, aber ich habe vor vielen Jahren den Fernseher rausgeworfen, weil es nur Mord und Totschlag gibt. Ich höre mir kaum Nachrichten an, das bringt gar nichts. Und wenn du dir die deutschen Nachrichten angehört hast und du wohnst irgendwo im Grenzgebiet, dann hör dir auch noch die anderen Nachrichten aus den anderen Ländern an. Ja, es ist einfach nur schlimm, was man draußen mitkriegt und hört. Und fange an, deine Welt aufzubauen und vor allen Dingen die Verantwortung für deine Familie, für deine Kinder zu übernehmen. Und deswegen finde ich es auch total wichtig, dass die Mutter, dass du als Mutter möglichst deine Kinder nicht abgibst. Wenn es finanziell geht, man kann auch sich einschränken. Also ich rede jetzt nicht von der jetzigen Situation, aber dann fährt man einmal weniger im Urlaub, dann hat man, kauft man halt einen Gebrauchtwagen und man muss ja auch nicht jeden Tag ein neues T-Shirt haben. So. Dann bleiben zu Hause und sorge für deine Kinder. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst. Du kannst auch von zu Hause aus arbeiten. Du kannst dein Hobby zum Beruf machen, so. Wenn du Marmeladen gerne kochst oder andere Fähigkeiten hast, dann kannst du das von zu Hause machen. Bist du Heilpraktiker, kannst du das auch von zu Hause machen. Schaue, dass deine Kinder möglichst lange draußen spielen, toben, sich dreckig machen und möglichst, und jetzt rede ich sehr kontraproduktiv, nicht in den Kindergarten gehen und wenn du es schaffst, auch erstmal nicht in die Schule gehen. Jetzt sagst du, Ute, was ist denn jetzt schon wieder mit dir los? Ja. Die ersten 4 bis 6 Jahre ist jedes Elternteil fähig, das Kind selber zu unterrichten. Meine Kinder haben immer gesagt, Mama, wenn wir bei dir zu Hause sind, lernen wir mehr als in der Schule. Und das, was ich in der Schule in 4 Jahren lerne, kann ich auch in 2 Jahren lernen. Also Grundschule rede ich. Ja? Warum sollen, nee, Entschuldigung, ich höre auf, ich reg mich schon wieder auf. So. So, jetzt gehen wir weiter. Noch, wir waren ja eigentlich beim Grooming und entschuldigt bitte, dass ich schon wieder abgelutscht bin vom Thema. Die Kinder haben also die Empathie zu diesem Mann entwickelt. Und wie gesagt, wenn ihr Glück habt, seht ihr eure Kinder wieder. Jetzt ist noch etwas. Ja, das Interview weiß ich nicht mehr, aber ich habe einen Auszug von dem Interview mit Carsten Stahl gehört und der sagte, dass es im Darknetz, also das ist ja dieses Netz, wo ich nicht reingehe und wovor auch gewarnt wird, weil da, also mir haben Leute erzählt, die drin sind regelmäßig, die haben nur gesagt, gehen Sie da nicht rein, das ist der Albtraum. Da kriegst du alles. Da kriegst du alles, was du haben willst. Panzer, Waffen, Drogen, kriegt man übrigens auch auf Facebook oder Telegram. Kannst Frauen kaufen, Kinder kaufen, also du kannst da alles haben, was du willst. So, und Carsten Stahl sagte, wenn ich es hundertprozentig
noch richtig in Erinnerung habe, kannst du im Darknet eine Anleitung dir besorgen. Da gibt es über 200 Möglichkeiten, wie du mit einem Kind anwenden, nenne ich das mal, wie du bei einem Kind das Vertrauen erwecken kannst und sicherlich dann auch, was du alles mit dem Kind machen kannst. Das sollt ihr euch mal überlegen. Das kann man im Darknet kaufen und es wird auch sowieso, ach Leute, muss das jetzt sein, das wird auch sowieso nicht verboten, weil alles zusammenhängt. Ja, das hängt alles von oben zusammen. Auch meine Liebesbetrüger, über die ich ja sonst immer erzähle, das wird alles von da oben geleitet und geführt. Und deswegen ist es so wichtig, so total wichtig, dass wir alle da aussteigen. Jeder auf seine Art und Weise. Benutzt diese Medien nur so, wie er sie braucht. Benutzt sie zum Arbeiten, für Kontakte, aber nicht für die Freizeit oder zum Teilen von Sachen. So, und jetzt komme ich nochmal zur Internetsicherheit, die mich ja auch immer so nervt und manchmal sage ich schon gar nichts mehr. Es war falsch, aber ich sage es jetzt wieder. Also, es gilt für Kinder und es gilt für dich. Teile nie deine Kontakte. Sage nie den Wohnort, in dem du wohnst. Gebe nie deine Straße, deine private Telefonnummer aus. Zeige nie Bilder von der Schule. Zeige nie oder schreibe nie, ich arbeite bei BASF meinetwegen. Da und da, in dem und dem Berg. Dann das nächste. Ihr seht ja auch oft, dass ich Mails zeige. Beantworte nie E-Mails. Nie E-Mails von den Absendern, die du nicht kennst. Reagiere nicht auf SMS oder irgendwelchen Nachrichtenchats von angeblichen Freunden, die so komisch schreiben. Ich habe heute wieder gesehen, ach, hallo, entschuldigen Sie bitte, dass ich in Ihre Privatsphäre eindringe. Das ist ein Betrügertext. So, das nächste ist, keine privaten Bilder schicken, posten. Das heißt, weder von dir, ja, ich mache es natürlich, aber im Normalfall, weder von dir noch von deinen Kindern, noch von deinen Enkelkindern, noch von deinem Garten, noch von deinem Auto, noch von deinem Haus, ja, eine Ecke aus deiner Wohnung oder von deinem Sofa, auf dem du sitzt, das könntest du machen, wenn du meinst, du musst es machen, wie du da sitzt und Fernseh schaust oder so. Keine Fotos von Lehrern oder anderen Leuten. Und da möchte ich euch auch noch darauf aufmerksam machen. Das ist so eine Sache, die weiß ich so seit 2, 3 Jahren erst. Wenn ihr die Bilder aufnehmt, dann schaut bitte, dass der Standort ausgeschaltet ist, das GPS. Und wenn ich fotografiere, mache ich nicht nur diesen Flugmodus an, ich mache auch WLAN und mobile Daten und alles mache ich aus. Und dann fotografiere ich erst, weil sonst kann man auch wieder irgendwie rauskriegen, von wo aus oder wo du genau dieses Foto aufgenommen hast. Spannend, ne? Wenn man es nicht weiß. So, dann natürlich, wenn wir Links anhängen oder irgendwas kriegen auf Facebook, auf WhatsApp und so weiter und du kennst den Absender nicht, dann klicke auch nicht drauf. Und vor allen Dingen, nimm keine Geschenke von fremden Leuten an. Ne? Früher hieß es ja, geh nicht mit dem fremden Mann, den du nicht kennst. Das gilt heute auch noch. Und man nimmt auch keine Geschenke von fremden Menschen an. So, dann kommt etwas, treffe keine Verabredung mit niemandem, den du kennst oder mit jemandem, den du nicht kennst, meine ich. Ne? Also treffe dich mit niemandem, den du nicht kennst. Ist natürlich doof bei einer Partneranbahnung. Partnervermittlung. Also, es gilt für Kinder und du als Erwachsener überlegst dir ganz genau, mit wem du dich triffst. Dann reagiere nicht auf Drohmails. Na, also, es gibt ja Drohmails, es gibt Erpressungen, es gibt Chatnachrichten und wenn du das nicht und dann mache ich das und das oder auch, wenn man miteinander spricht und man wird bedroht. Reagiere nicht, mach einfach aus, sperre und dann ab mit den Eltern reden.
Und als Elternteil ist es mir total wichtig, dass ihr regelmäßig schaut, was eure Kinder machen. Und wenn ihr meint, sie müssen ins Internet, dann stellt ihnen euren Computer zur Verfügung und macht eine feste Uhrzeit zum Beispiel rein. Und dann als letztes habe ich auch noch was nochmal für die Eltern. Ich habe das am Anfang gesagt und so ende ich auch. Setzt nie Bilder von euren Kindern oder von dir. Weder auf Facebook in den normalen Verlauf rein, auch wenn ihr nur Freunde habt. Auch wenn ihr es nur an Freunde oder an bestimmte Leute postet. Man kann immer einen Screenshot machen von einem. Denkt dran. Und damit ist das Bild auch online. Macht nie ein Bild von. Ja, also ich kriege jedes Bild runtergeladen. Ja, ich habe bisher jedes Bild runtergeladen bekommen auf Facebook. Und ich habe keine besonderen Kenntnisse daran. Also wenn ich das schaffe, schaffen das die organisierten Leute noch besser. Ihr teilt keine Bilder, weder von euch, noch von eurem Urenkelchen, noch von euren Enkeln, von euren Kindern, egal wie alt die waren, ja, auch wenn das uralte Bilder sind, teilt die bitte nicht im Internet. So, keine sozialen Medien, in keine Story rein oder bei WhatsApp in den Status rein. Und auch in diese berühmten Wolken. Habt ihr euch schon mal überlegt, Leute, die jetzt alles in Wolken abspeichern, wenn die Sonne scheint, verschwinden Wolken und es gibt auch nur einen Knopfdruck, dann sind in meinen Augen die Wolken auch verschwunden. Dann sind eure ganzen Bilder auch weg. Und in den Wolken, die sind für mich nie sicher gewesen. Also ab heute gilt für dich, die Sicherheit deines Kindes geht vor. Die Sicherheit deines Kindes und deiner Familie geht vor. Gib den Kindern so spät wie möglich das Handy. Das ist der erste Punkt. Und seid immer bei euren Kindern. Auch, und jetzt kommen wir nochmal zum Ende zu den Pädophilen. Meine Kinder waren immer sauer, dass sie nicht überall bei jedem übernachten durften. Manchmal durften die bei den Leuten übernachten, manchmal nicht. Und die haben das nie verstanden. Und hört immer auf euer Bauchgefühl. Wenn euer Bauch grummelt und sich so zusammenzieht, dann verbietet ihr das. Es ist nicht schlimm. Man muss den Kindern nicht alles erlauben. Ihr seid noch immer der Chef. Ihr seid noch immer die Herrin, der Herr, der zu sagen hat, was mit den Kindern geschieht. Und das hat nichts damit zu tun, solange du meine Füße unter den Tisch stehen hast. Es geht immer um Sicherheit. Und zum Abschluss jetzt die letzte Geschichte. Also ist natürlich schon viele Jahre her. Und die Kinder durften immer bei einer bestimmten Freundin übernachten. Und eines Tages habe ich gedacht, ja, die kann gerne bei uns übernachten. Die kann immer bei uns übernachten. Ihr geht da nicht hin. Die durften dann nicht mehr spielen gehen und die durften dann nicht hingehen. Und dann hat das Mädchen dann halt bei uns übernachtet. Und ein Dreivierteljahr später erzählte uns mir die Mutter, jetzt stell dir mal vor, Ute, was passiert ist. Ich habe immer gedacht, was los ist. Da hat der Nachbar meine Tochter missbraucht. Wir haben ein bisschen gebraucht. Das hat einige Monate gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Und das war genau die Zeit, in der ich das Gefühl hatte, mein Kind übernachtet da erstmal nicht mehr. Danach durften die wieder da schlafen und spielen. Also so viel zum Bauchgefühl. Also hört immer auf euer Bauchgefühl und passt auf. Und denkt dran, es gibt Zeiten, die sind gefährlicher für Kinder, wo sie entführt werden als andere. In diesem Sinne hat euch der Beitrag gefallen, Daumen hoch. Hat euch nicht gefallen, wie immer Daumen runter, abonniert meinen Kanal und vielen Dank fürs Zuhören.